Du bist ja daoistische Priesterin und Hohepriesterin des Mengtang-Tempels. Du stehst für die spirituelle Erotik und eine ganz andere Sichtweise der Sexualität ein. Du sagst selbst immer wieder, dass die Sexualität eines der elementarsten Dinge unseres Lebens ist. Würdest du dich ja auch als Sexpriesterin bezeichnen? Ja, weil diese, was ich andere Menschen beigebracht hat, ne? Das ist die Sexualität ist eine Ansicht der Schöpfungsauge, ne? Das in seiner Höhe eigentlich uns Menschen geschenkt hat, gegeben hat, ne? Und das ist wichtig. Und dann, seit ich erleuchtet, ich habe komplett die Gesamtbild gesehen von menschlicher Entwicklung, ne? Und jeder erleuchtet eigentlich, das ist nur eine Puzzleteil von dem Ganzen, ne? Aber das ist so gerade diese wichtigste überhaupt von der Sexualität ist viel zu wenig betont. Und dann fehlt gerade diese Puzzleteil, diese kleine Puzzleteil. Das bin ich. Ich habe diese Aufgabe erkannt, während ich auch dazu stehe und dann diese Aufgabe zu tätigen, ne? Und das ist eine Begabung von mir. Wenn ich zum Beispiel mit Gast oder mit Leuten zu mir kommen wollen, Wissen haben, durch diese sexuelle Vereinigung kann ich sofort zu sehen, wer diejenige vor mir sitzt. Ne? Dann sofort, welche Seele ist das und was hat er gedacht, ne? Und was er vielleicht selber noch nicht gemerkt, eigene, noch nicht erwacht, ne? Und werde ich alles sehen, das ist durch und durch, gerade durch die sexuelle Vereinigung, ne? Das ist schon sehr eine magische Fähigkeit von mir sozusagen, ne? Und dann ich habe das ist eine Aufgabe, das ist Menschen zu herausfordern. Viele Menschen geht dieser bequem Weg, ne? Wollen nicht zu kompliziert machen oder sieht eigene Fehler nicht ein, ne? Das ist so wie eigene Seele, so wie ein Spiegel, ne? Putzen nur immer wieder das die gute Seite. Aber die Punkt, was du wirklich da tief versteckt, müsste nicht nach außen geben, nicht geöffnet, diese versteckt ganz tief. Unser Kopf ist so schlau. Und er kann dich so Betrug machen, selber Betrug machen, du hast so versteckt. Na, du selber merkt man nicht. Du nur pusten wo die Liebe, ja, Energie und alles Wissen, ne? Aber wo du gerade putzen musst, ich hole das raus für dich. Gerade durch sexuelle Energie, sexuell diese Vereinigung. Und dann wirst du auch von mir herausgefordert. Ne? Und dann siehst du sofort, selber sofort vor dir, wo ist dein Problem, was du auch du daran arbeiten kann. Und gleichzeitig, ich bringe dich bei in einen Zustand, das ist dieser Zustand, so wie du zur Schöpfung zurück ist. Welche Energie ist das? Da kann man auch uns, uns, das ist sehr deutlich zu merken durch die sexuelle Übung und so weiter. Ne? Das ist nicht umsonst, Gott hat diese komplette Sex uns Menschen geschenkt, weil wir sind die tiefste Ebene überhaupt. Um das wieder zurückzukehren, ne? Nur kann durch sexuell und damit selbstlos Liebe verbunden, um das wieder zurückzukehren. Ne? Wir sind ganz unten, Boden. Viele Sachen von oben konnten uns überhaupt nicht fassen. Sofern durch die sexuelle mit mir Vereinigung, dann werden, dass dieser Gott uns geschenkt, dieser Geschenk, ne, von dem Sex und zu merken, welcher Zustand ist, wann du bei Gott ist, welcher Zustand, dann werde ich euch alles zeigen mit meinem Wissen, mit meinem Körper, ne, mit alles. Ich bin eigentlich nur eine Medium für Menschen. Ne? Nicht nur eine Lehre, nur die Wissen gibt, sondern auch wirklich durch eigenen Körper und so weiter, dass ich euch live dasselbe alles merken kann. Ne? Davon, ich danke schon, ich bin eine Sexpriesterin.
Dann frage ich jetzt einfach mal ganz ketzerisch, jeder Mann auf der Welt muss mit dir Sex haben, um auf dem Weg voranzukommen? Nein, da hast du komplett falsch verstanden. Das ist Aufgabe für jede Frau. Ne? Ich bin nur ein Wegzeiger. Ne? Und dann, ich nehme diese Sexualität, ne, auf meine Hand und poliere das ganz sauber, reine Sex und zeige euch, was ist das wirklich, die Schöpfung, dieser Wissen und so weiter. Letztlich, ich bin nur die Wegzeiger, ne, diese Wissen euch geben kann. Aber um eigenen Entwicklung, dass sie diese eigenen persönlich praktizieren, ne, dass sie immer, das ist die Aufgabe von euch selbst. Ne? Als Männer, euch hat Aufgabe, diese Frau behutsam zu schützen, ne? Beschützen. Gleichzeitig die Frau wieder Aufgabe für euch als Männer, ne, wieder ursprünglich zu Ursprung wieder zurück. Das ist eure Aufgabe. Das ist hat euer in eurer eigenen Hand. Da kann man nicht so abhängig von anderen Personen, die komplett die Aufgabe erledigt für euch. Gerade dadurch, dass sie Jahrtausend Jahre hat euch als Männer, ne, und als Frau da so runtergedrückt, ne, bis jetzt, was ist passiert, dass fast kaum Frau diese Mut haben, ne, dass es diese Aufgabe zu tätigen. Ich bin nur für die alle Frau da, diese Mut zu zeigen, ne, weil wir sind alles weiblich, wir sind alles eins, ne. Dass ich zeige, dass sie nur diese Möglichkeit ist. Dadurch euch als Männer wieder durch Meditation, ne, die innere Baubereich, diese weiblich wieder entwickeln kann. Diese Achtsamkeit, liebevoll und dann diese passiv Weg zu geben, mehr Liebe an die Frau geben. Das wieder eure Aufgabe, langsam die Frau wieder traut sich wieder rauszukommen von eigenen, von eigenen Angst. Ne? Dann machen euch da schöne draus. Ne? Wenn euch nicht finden, dann natürlich kann man nicht sagen, ja Jasmin, du bist da, ja wir kommen alle zu dir. Nein, eure Aufgabe ist wiederum durch eure eigene Liebe anderen Frau zu geben, ne? Und diese Vertrauen wieder aufgebaut zwischen Männern und Frau. Wiederum Frau durch euch, dass sie zu merken, die Sexualität ist nicht so wie diese Dreieck nach unten, sondern das gibt auch etwas Heiliger ist. Ne? Und gleichzeitig durch mich als eine Frau, das ist ein Vorbild für die andere, ne? Da tatsächlich die Frau, was die Frau befürwortet ist, ist relativ eigen, sehr heilige Sache. Dadurch, ich bin nur eine Wegzeiger. Ne? Kann ich denn bei dir quasi auch das erlernen? Also das, was du jetzt gesagt hast, dass ich diese Energie spüren kann zum Beispiel und dass ich auch sehe, wo meine Probleme wirklich bei mir selber sind. Kann ich das bei dir lernen und vielleicht später auch anderen Menschen weitergeben? Ja, wenn du das selber kapiert, ne, beherrscht und dann wiederum, dass es anderen Menschen beibringen. Das ist gerade für dich sehr wichtig, in deiner eigenen persönlichen Entwicklung. Ne, je mehr, wenn du das ist, die Liebe anderer Leute gibst, umso mehr an vermerkt deine eigene Liebesenergie wiederum, dass sie umso leichter dich selber zu loslassen. Ne? Letztlich, dass sie bringen dich sogar auch auf die höhere Ebene oder dass es dir steht eine Möglichkeit direkt zum den Schöpfung wieder zurück. Das ist schon sehr wichtig, das hast du recht.